Okay, liebe Menschen, sind ja noch ein paar da, ne? Ich erzähle einfach trotzdem mal was. Und zwar habe ich ja vorhin von dem Hof Botenland erzählt, ein Kuhaltersheim aus Norddeutschland an der Nordseeküste. Und die besuche ich ab und an mal. Und da gibt es auch schöne Geschichten. Die haben halt nicht nur Kühe, sondern auch eben Hühner und Schweine. Da gibt es eine ganz Geschichte von dem Schwein Rosa Mariechen. Die wurde von Tierschützern vor, ich weiß gar nicht, oder so, wurde die gerettet aus einer Masttieranlage. Da sind die da eingebrochen, ganz abenteuerlich, und haben das arme Tierchen, das war damals ein Ferkel, in der Ecke gefunden. Sie ist wohl irgendwie runtergefallen, als es dann zum Nester ging oder irgendwie weiter, eine Station weiter, lag sie in der Ecke und wurde vergessen, und die hatte eine Kopfwunde, da ragten schon die Maden raus und so. Also das war ganz hochdramatisch, die wäre da nicht mehr lange geblieben. Und die haben sie mitgenommen und haben zu Botenland gebracht. Und seitdem lebt die Rosa Mariechen da, also wirklich ein wunderbares Schweineleben. Und das Lustige dabei ist, das hat mir Karin Mück, die Bäuerin, auch erklärt, dass Schweine im Grunde dann, wenn sie nicht mit ihrer Familie groß werden, Einzelgänger sind. Also es ist ganz schwierig, die zu sozialisieren wieder in die Familie. Die haben dann auch andere Schweine, aber Rosa Mariechen kümmert sich irgendwie nicht so richtig um die anderen Schweine. Mit denen will sie gar nicht rumhängen, sondern die hält sich nämlich eigentlich für eine Kuh. Ja, eigentlich möchte sie, sagt immer, wenn sie mal groß ist, dann möchte sie mal Kuh werden. Und dann auch schon so schwarze Flecken. Rosa Pelz, sag ich mal, und dann läuft sie immer den Kuhdamm hinterher. Die haben dann da den Kuhdamm, der führt zur Weide, und da läuft sie immer hinterher und kuschelt mit den Kühen zusammen im Stroh und so, und ist so ein richtig schönes Schäferschwein, was da auf die Kühe auf der Weide aufpasst. Also das ist eine ganz niedliche Geschichte. Und was ich da auch schon gelernt habe auf Hof Botenland, was Tiere denn zum Beispiel auch für Bedürfnisse haben, gerade Schweine, das war ganz süß. Ich bin da gerade erst vor ein paar Wochen oben gewesen und habe dann gleich im Stall die Tiere besucht und habe guten Abend gesagt. Ich bin auch schon spät angekommen, um 6 Uhr ist da schon Schlafenszeit für die Schweine. Und da war dann nur ein riesengroßer Haufen. Und ich sage, wo sind denn die Tiere, ne? Und die haben sich alle, Schweine lieben es und brauchen das auch für den Schutz und für ihre Haut. Die haben nämlich eine ganz sensible Haut, dass die sich, die machen eine Stunde bevor Schlafenszeit ist, machen die sich eine Höhle im Stroh und wühlen sich da so richtig schön in Stroh ein. Und dann hat man nur noch einen Haufen Stroh gesehen, noch nicht mal eine Schweinenase guckte raus, und man sah immer nur so den Berg, der sich dann mal so auf und ab bewegte und so langsam atmete, ne? Und das grunzte ab und an mal so ein bisschen. Also Schweine brauchen wirklich eben diesen Platz, wo man dann mal bedenkt, unter welchen Bedingungen. Schweine nehmen, die ja gar kein Stroh haben und auf nackten Böden stehen und so, die brauchen das eigentlich jeden Abend, sich schön ins Stroh zu kuscheln. Und das können wir, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass das eine tolle Sache ist, ne? Wer möchte das eigentlich nicht? Nun denn, vorhin haben wir auch davon geredet, es geht ja nicht nur um Tiere aus der Lebensmittelindustrie, sag ich mal, sondern jetzt gerade auch im Winter gibt es immer noch viel den Modetrend, sich irgendwas mit Pelz an den Hals zu hängen und so. Und ich habe ja gesagt, ich mache gerne Musik, nehme Kinderlieder und schreibe die um. Und der nächste Song handelt eben auch so ein bisschen Pelzindustrie. Er heißt Mensch, du hast den Fuchs gestohlen. Du hast
zittert noch. Mensch, du weißt nicht, dieser Pelz an deinem Kleid ist echt. An deinem Kleid ist echt. Kunstpelz ist nun mal viel teurer. Tier zu halten heute nicht. Kunstpelz ist nun mal viel teurer. Wo ist das gerecht? Fuchs, du hast dein Kind verlassen. Bleib's allein. Allein zu Haus, wenn es groß ist, wird's dir folgen, ausgeschält aus deiner Haut. Wenn es groß ist, wird's dir folgen, wie in seiner Haut. Schmück dein eigenes